stürmischen Tage. Und manchmal gefiel es ihm, mit dem Wind um die Wette zu sausen. Ich bin schneller als du, Wind, tutete Thomas, während er die Strecke entlang kämpfte. An einem Signal musste Thomas halten. Spencer stand schon dort. Thomas war sehr überrascht. Hallo, Spencer. Was machst du denn auf Sodor? Ich, verkündete Spencer, soll Sir Topham Hatt, Lady Hatt sowie den Herzog und die Herzogin von Boxford abholen. Sie warten im Bahnhof von Kelsthorpe. Ich bringe Sie zu einer sehr wichtigen Einladung zum Tee im schottischen Schloss. Thomas war sehr enttäuscht. Wieso bringe ich Sie nicht mit Annie und Clarabel dorthin? Weil, prahlte Spencer, du eine kleine Lok bist. Und kleinen Loks erteilt man kleine Aufgaben. Ich bin eine große Lok und großen Loks erteilt man große Aufgaben. Ich kann schneller fahren als der Wind, schnaubte Thomas verärgert. Unsinn, sagte Spencer spöttisch. Das brachte Thomas noch mehr auf. Wir machen ein Rennen zum Bahnhof von Kelsthorpe, schlug er vor. Dann siehst du, wie schnell ich bin. Das Signal sprang um. Spencer und Thomas sausten los. Thomas wollte unbedingt gewinnen. Der dicke Kontrolleur, Lady Hatt, sowie der Herzog und die Herzogin von Boxford warteten auf dem Bahnsteig in Kelsthorpe. Auf einmal war ein Donnern und Rauschen zu hören. Spencer und Thomas ließen die Kolben pumpen und die Heizkessel brodeln, um als Erster in den Bahnhof einzufahren. Zum Stehen. Aber Thomas raste glatt durch den Bahnhof hindurch. Der gewaltige Windstoß, den Thomas dabei verursachte, riss dem dicken Kontrolleur den Zylinder vom Kopf. Der dicke Kontrolleur war höchst verärgert. Thomas rollte rückwärts wieder in den Bahnhof. Er hatte ein schlechtes Gewissen. Thomas, dröhnte der dicke Kontrolleur, wieso fährst du so schnell? Du weißt doch, dass Loks langsam durch Bahnhöfe fahren sollen. Thomas war zerknirscht. Es tut mir schrecklich leid, Sir, sagte er. Außerdem, fügte der dicke Kontrolleur hinzu, ist mein Zylinder weggeweht. Ohne Zylinder kann ich nicht offiziell auftreten. Thomas fühlte sich noch schlechter. Ich finde Ihren Zylinder, schnaufte Thomas. Rechtzeitig für die wichtige Einladung auf dem schottischen Schloss. Und damit dampfte er eilig davon. Thomas war sicher, dass er den Zylinder des dicken Kontrolleurs schnell finden würde. Er suchte die Strecke bis zum Bahnübergang ab. Dort stand Bertie der Bus. Der Zylinder war auf seinem Dach gelandet. Ich hab ihn, tutete Thomas fröhlich. In dem Moment raste Gordon so schnell am Bahnübergang vorbei, dass der Zylinder in die Luft gewirbelt wurde. Zunder und Asche, rief Thomas aus. Jetzt kann ich mit der Suche wieder von vorn anfangen. Thomas dampfte die Strecke entlang. Und dann entdeckte er ihn. Der Zylinder war auf Bauer McCalls Vogelscheuche gelandet. Ich hab ihn, tutete Thomas erleichtert. Aber in diesem Moment tauchte Harold, der Hubschrauber, hinter dem Hügel auf. Der gewaltige Sog seiner Rotoren blies den Zylinder des dicken Kontrolleurs hoch in die Luft und weit weg. Zunder und Asche, rief Thomas aus. Jetzt kann ich mit der Suche wieder von vorn anfangen. Thomas dampfte weiter die Strecke entlang. Langsam ging ihm der Dampf aus. Und er wusste auch nicht mehr, wo er noch suchen sollte. Doch dann sah er ihn. Der Zylinder des dicken Kontrolleurs war auf einem Flügel der Windmühle gelandet. Thomas tutete fröhlich. Aber in diesem Moment setzte ein kräftiger Windstoß die Flügel in Bewegung. Und der Zylinder wurde hoch in die Luft gewirbelt und weit weggeweht. Oh nein, tutete Thomas und machte sich an die Verfolgung. Es wurde immer später. Thomas hatte versprochen, den Zylinder des dicken Kontrolleurs zurückzubringen. Aber jetzt zweifelte er, dass er es schaffen würde. Der
Der Wind hatte den Hut weit davongetragen. Du hast gewonnen, Wind, sagte Thomas kleinlaut. Und er ließ traurig ein ganz klein wenig Dampf ab. Thomas dampfte niedergeschlagen zurück zum Bahnhof von Kelsthorpe. Ob ich wohl je wieder eine wirklich nützliche Lok sein werde, schnaufte er traurig. Doch dann sah er ihn. Der Zylinder des dicken Kontrolleurs schwebte vom Wind getragen direkt vor ihm durch die Lüfte. Es war dumm zu denken, dass ich so schnell bin wie du, Wind, gab Thomas leise zu. Kannst du mir bitte helfen? Der Wind erhörte Thomas. Der Zylinder des dicken Kontrolleurs schwebte ganz sacht auf Thomas Schornstein. Das ließ Thomas Dampfkessel höher schlagen. Ganz langsam und vorsichtig dampfte er zurück zum Bahnhof von Kelsthorpe. Am Bahnhof wurde Thomas schon sehnsüchtig erwartet. Der dicke Kontrolleur schnappte nach Luft. Er hatte seinen Zylinder auf Thomas Schornstein entdeckt. Du hast meinen Zylinder tatsächlich gefunden, Thomas, dröhnte er hocherfreut. Du bist eine wirklich nützliche Lok. Thomas ließ glücklich einen Dampfstrahl ab. Der Zylinder segelte sanft durch die Luft und landete direkt vor dem dicken Kontrolleur auf dem Bahnsteig. Manchmal ist es genauso gut, langsam zu fahren wie schnell, tutete Thomas. Oder vielleicht sogar noch besser.